Willkommen zu einer neuen Ausgabe Raum für Notizen. Und gleich am Anfang darf ich euch schon mal bitten, einfach mal die Augen zu schließen, an diesen wunderschönen Ort zu denken, der da heißt Hackischer Markt. Was kommt euch das so in den Sinn, wenn ihr an Hackischer Markt denkt? Vielleicht diese wunderschönen, spiegelnden, glänzenden Fassaden von einem wunderschönen Kaufhaus oder auch Gucci, Prada, Starbucks, was es da so alles so gibt. Oder ihr denkt dabei an das hier. Ja, das ist das sogenannte Haus Schwarzenbeck. Es befindet sich mitten am Hackischen Markt, auch wenn es eher nach RAW-Gelände oder sonst irgendwo aussieht. Und zwei der Menschen, die sich ganz besonders für dieses Haus und in diesem Haus engagieren, die sind heute hier, nämlich Kai und Safi. Herzlich willkommen. Genau, ihr seid quasi das persongewordene Haus Schwarzenbeck. Das ist ja im Prinzip ein Ort, das sich viel mit Kultur beschäftigt, das ganz, ganz unterschiedliche MieterInnen hat und da auch verschiedene Installationen hat. Und das jetzt mittlerweile seit 20 Jahren. Erstmal Glückwunsch zum Jubiläum von meiner Seite. Kai, wie ist es denn da zu diesem Haus Schwarzenbeck eigentlich gekommen? Ah, das war vor 20 Jahren und wir sind eine Künstlergruppe und haben überlegt, einen Teil davon, dass wir vielleicht auch eine Bar machen, um andere Künstler einzuladen und sich da zu treffen. Weil wir halt oft auch so Aktionen gemacht haben, wo wir dann halt auch Bar hatten oder so. Und da dachten wir, das wäre doch gut, auch mit anderen Künstlern zusammen da mal in Ruhe nachts rumzusitzen. Na, und dann hat sich das entwickelt, dann kamen wir in den Raum da, also in das Haus, da war nichts und irgendwie wurde uns dann ein Raum angeboten, der sehr gut geeignet war für die Bar, aber da gab es das ganze Haus dazu. Dann haben wir uns gedacht, na, machen wir das und haben den Haus Schwarzenbeck, also den Schwarzenbeck e.V. gegründet. Okay, cool. Genau. Das war eigentlich vor, bevor die Bar da war. Ja, also. Wie es der Zufall will, wir haben auch eine Bar hier. Ja, jetzt, so schließt sich der Kreis, könnte man fast sagen. Er lächelt schon. Ja. Ich darf euch was zu trinken anbieten. Was hättet ihr denn gerne? Wenn es Wasser gibt. Ein Wasser? Kai? Schön Fiss. Schauen wir mal, was wir da so da haben. Also das Wasser kriegen wir auf jeden Fall hin. So, bitteschön schon mal. Danke. So, wir haben eine kleine Auswahl, die wir nicht näher klassifizieren dürfen. Sagt dir davon farblich irgendwas zu? Ansonsten kann ich dir auch ein Wasser oder irgendwas anbieten. Tja, ja. Ja? Heißt? Wasser? Nee, dann nehme ich ein Wasser, ja, weil ich weiß ja nicht, was das sein soll. Einmal eine Fassbrause, eine Mate und gute Frage. Was haben wir denn hier? Ein Holundersaft könnte es sein. Dann nehme ich die Fassbrause. Jawohl. Das machen wir doch gerne. Was gibt's da bei euch eigentlich so? Diese Bar, die heißt übrigens, die hat den wunderschönen lyrischen Namen Eschschlorack mit Doppel-SCH. Ja, sie heißt Eschschlorack Rümschrimp. Eschschlorack Rümschrimp, aber trotzdem mit Doppel-SCH. Man verkürzt es aber auf Eschschlorack und man kann es auch weiter verkürzen. Was bedeutet dieser Name? Was bedeutet Eschschlorack Rümschrimp? Naja, da. Das ist so ein langer Name, den man eigentlich nicht aussprechen kann. Schon gar nicht, wenn man länger in der Bar gewesen ist. War das so euer Kriterium, möglichst lang, möglichst schlecht auszusprechen? Nee, das hat sich so ergeben, wir saßen da rum, bevor wir das aufgemacht haben und dann haben wir uns gedacht, ja. Okay. Die waren zu lange in Frankreich und... Ja, da waren wir noch nicht so lange. Ja, das war so ein Zeitraum, wo die in Frankreich waren und dann war es echt schwierig für sie, einen Namen zu finden. Ah ja.
Okay, verstehe. Aber letztlich ist das so wie bei der biologischer Begriff oder so für Tiere oder sowas. Sie haben ja immer eine Art oder ich weiß nicht. Das ist ein bestimmtes Wesen. Mhm. Ja, Wesen ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort. Also das Haus hat durch und durch eine Seele, kann man sagen. Ich habe es mir angeguckt, ich war dort gewesen und es unterscheidet sich wirklich komplett von den umliegenden Mietern. Also man findet dort Graffitis an den Wänden, in der Bar klemmt noch der Papierhalter, da muss man richtig ziehen, dass das Papier rauskommt. Das ist nicht so schön wie nebenan bei den Edelcafés, wo man nur so die Hand davor hat. Also es hat alles ein Herz und eine Seele, kann man sagen. Wie erklärt ihr euch das denn, dass es euch da jetzt schon seit 20 Jahren gibt und ihr nicht vor 15 Jahren wie der Rest des kompletten Areals außenrum von Immobilienhaien oder Investoren so gefressen wurde. Wie geht es denn? Viel Zufall zu verdanken und Engagement von dem Verwalter dieses Gebäudenkomplex. Und der Hunger der Haien, der sie dazu geführt hat, dass sie zum Teil selbst gefressen hatten. Drumherum. Aber viel Zufall. Und der Anwalt, der damals dieses Haus verwaltet hat, die Sachbearbeiterin vom WBM, die das Haus verwaltet hat. WBM war das? Wohnbaugesellschaft Mitte. Genau, ja, okay. Die waren irgendwie damit involviert, solche Häuser instand zu halten oder zu halten. Mhm. Bis irgendwas geklärt wird. Was, viele Häuser waren in ungeklärtem Mietverhältnis, im Besitzerverhältnis. Nach der Wende. Und dann habt ihr euch quasi direkt da eingenistet und seid dann dort? Naja, die haben uns erlaubt, da zu sein, Miete zu bezahlen, geringe Miete für geringe Lebensqualität sozusagen. Mit dem Wissen, dass es eines Tages enden kann. Solange das Vernunft im Spiel ist, könnte man solche Sachen lange ziehen. Und die wussten, dass wir nicht irgendwie mit Pfannen auf dem Dach stehen würden, wenn die Räumungszeit kommt, wenn es dazu kommt, dass der Mietvertrag zu Ende ist. Mhm. Wir hatten ein angenehmes Verhältnis. Und irgendwann mal hat man da auch das rausgefunden, was man eigentlich schon immer wusste, dass da eine Familie versteckt worden war, dass Menschen geholfen worden war in Zeit des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Und dann hat die Immobilie auch einen besonderen Wert erhalten. Ein Wert für Deutschland, ein Wert für Berlin. Und dann kam die Lotto-Stiftung und hat das Haus bezahlt. Nehme ich an, wenn nicht im großen Teil, das Ganze. Um es so zu behalten, wie es ist. Also dieses Mischkultur, das drin ist. Mhm. Dieses Jugendkultur oder junge Kultur. Ja. Und diese historische Räume. Okay, genau, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Jetzt machen wir erstmal einen kurzen Schnitt, denn wir haben eine Dartscheibe da hinten aufgebaut. Raum für Notizen, ihr habt uns auch eine Notiz mitgebracht, diesmal sind es gleich zwei. Genau, ja. Ihr dürft sie unauffällig hervorzücken und wir gehen mal rüber zur Dartscheibe. Genau, und dann dürft ihr wie quasi in den besten Zeiten nochmal hier schön Dart spielen. Jeder von euch bekommt einen Pfeil. Und den dürft ihr jetzt einmal auf diese wunderschöne Dartscheibe drauf pfeffern. Okay, mal sehen. Ja. Yes, sehr schön. Und der zweite folgt gleich. So, es passt eher für so einen Irish Pub. Was halt so eher... Oh, wow, ja, fast genau in die Mitte. War ich ein paar Mal. Sehr gut. Okay, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Und dann dürft ihr uns natürlich auch aufklären. Erstmal Kais Notiz. Was steht drauf auf deiner Notiz? Heiter geht's weiter. Ist das ein Lebensmotto quasi von dir? Naja, es geht immer weiter. Und heiter ist ja besser als irgendwie anders. Das stimmt. Meine ist komplizierter. Ich habe mir viel vorgenommen. Wenn ich es ranmache, dann ist hier das Herz, das Bullauge ist zerstört. Tschüss. So. Dann machen wir es so und hier drauf, damit das Deutsch richtig sein wird. So. Spätestens seit den 80ern wusste man in Deutschland, dass die Wichtigkeit des Mischwaldes. Des Wert. Aha. Des Mischwaldes. Und okay. Das ist halt, beschreibt für mich die Gegend und was damit passiert ist. Ja, also die Gegend jetzt bei euch im Haus oder ja, so? Ja, genau, wie du es genannt hast, was man da zu sehen bekommt drumherum. Okay. Das ist wie überall anders.
Also wenn man deine Augen schließt, dich zweimal dreht und dich dahin stellt, wenn ein paar deutsche Straßennamen weg sind, dann kannst du denken, du bist in London oder Paris oder New York. Es ist egal, es ist alles gleich. Ja, das stimmt. Und das war vor 5 Jahren noch anders und vor 10 Jahren ganz anders. Mhm. Und es gibt Leute, die es einfach so alles kaputt gemacht hatten. Die haben ihre Zweck daran erfüllt, aber für uns alle ist ein großer Verlust, finde ich. Ja, okay. Wir können uns wieder hinsetzen. Ich habe mich da mit einer Besucherin bei euch kurz unterhalten können. Und da sind mir 2 Dinge aufgefallen. Das war nämlich einerseits, dass da natürlich diese Faszination für diesen Ort irgendwie mitschwingt. Also es ist alles noch wunderbar urban dort, könnte man sagen. Also die ganzen Graffitis, das Street Art, dieser ganze Lebensstil. Ihr habt ja auch eine Kunstgalerie zum Beispiel, die man kostenlos besuchen kann. Da herrscht eine ganz große Faszination auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fällt mittlerweile selbst den Touristen auf, dass das Haus Schwarzenberg ein sehr touristischer Ort geworden ist. Wie würdet ihr das sehen? Seid ihr das letzte authentische Stück Berlin tatsächlich in Mitte mit all seinen Facetten von künstlerischem Leben oder seid ihr mittlerweile doch ein bisschen vereinnahmt, sag ich mal, durch dieses ganze Arealhackische Markt? Ne, wir sind mitten da drin, also vereinnahmt, das war schon immer so, außen drum haben die alles so. Naja, aber wir können ja nur nicht, nur weil jemand Tourist ist, den da nicht reinlassen. Wir sind ja also ziemlich offen. Für alle und ich freue mich auch über Leute aus allen Herren Ländern und ich bin selber Tourist, wenn ich im anderen Land bin und so. Aber teilweise, ja, es gibt ziemlich viele Touristen, die einen da überrennen, also das ist Wahnsinn. Habt ihr damit gerechnet irgendwie, als ihr das am Anfang so vor 20 Jahren aufgebaut habt? Naja, wir haben das, die Sachen, die wir machen, also das ist hauptsächlich Kunst. Es gibt auch andere Leute, die im Haus wohnen. Aber ich bin Künstler, also deswegen bin ich in dem Haus und deswegen habe ich auch mit einem Kunstverein gegründet. Und Kunst ist eigentlich für alle Menschen, egal wie alt und woher sie kommen. Und deswegen ist das eigentlich wunderbar. Mhm. Nur das natürlich, ja, das ist manchmal schwierig. Also du hast es gerade schon gesagt, ihr seid sehr viele Menschen dort. Es sind eine Kunstgalerie, es ist ein Kino, es ist ein Café. Es ist die Bar natürlich, das Monsterkabinett, was ja so eine Art, wie wir es im Trailer gesehen haben, das mit den Metallfiguren am Anfang, so eine, ja, finde ich schwierig, dafür ein Wort zu finden. Was ist das Monsterkabinett? Also es ist Monsterkabinett, das sind ja Monster, sind echte Monster. Die sind hydropneumatisch, werde ich sie benennen, oder mechanisch. Ja. Das sind Skulpturen, die ein Leben haben. Ja, im besten Sinne, ja, das stimmt. Ja. Genau. Das Monsterkabinett hat eine Sendung für sich gewonnen. Also das kann man. Ja, das stimmt. Du hast gesagt, Galerie umsonst. Ja. Das umsonst bei dieser Galerie, das Wichtige ist, dass die Künstler muss nicht bezahlen, um da auszustellen, was oft das der Fall ist in Galerien. Die müssen auch nicht unbedingt verkaufen, um da dargestellt zu werden. Das war mal ganz normal in Berlin in den 80er und in den 90er, dass man Kunst gezeigt hat, um Kunst zu zeigen, nicht unbedingt, um sie zu verkaufen. Okay. Das wusste ich auch gar nicht, dass die Mieter da auch kein Geld für zahlen. Die Künstler. Ja, genau. Gibt es bestimmt eine irre lange Warteliste dann, oder? Von Leuten, die da ausstellen. Das müssen die Galeriemacher die erzählen. Das weiß ich nicht. Ich schätze ja, weil es sind wunderbare Voraussetzungen. Es ist ein schöner Raum und es gibt einen Ort, wo man sich ausruhen kann für sie. Und es gibt manchmal sogar Finanzierung für irgendwelche Sachen, die man benötigt, um eine Ausstellung zu produzieren. Es gibt Geräte, die man so braucht, ob es elektronische Kunst ist. Und natürlich ist der Hof, der Raum, der Bar als fantastische Voraussetzung für eine gelungene Ausstellung. Ja, allerdings. Ihr habt, habt ihr beide bei der Monstergalerie eigentlich mitgewirkt bei den Figuren? Oder was ist nur Lukai? Bin ich mir gar nicht sicher. Es ist komplex. Es ist komplex? Ja, es ist komplex, also weil wir beide sind schon total lange im Haus, aber und arbeiten auch zusammen, also das überschneidet sich halt öfters, aber Monsterkabinett kommt von Dead Chickens und die gibt es halt schon länger. Und das Monsterkabinett ist sozusagen das Museum von den Dead Chickens jetzt. Mhm.
Dead Chickens ist ja eine Künstlergruppe, ja, mit denen ihr euch quasi zusammengeschlossen habt, schon lange bevor es das Haus Schwarzenberg überhaupt gegeben hat. Ja, ja. Und dann, aber die Künstlergruppe Dead Chickens hat auch mit anderen Künstlern zusammengearbeitet, wie Safi zum Beispiel oder anderen Künstlern, die auch meinetwegen von außen gesehen nichts mit Monstern zu tun haben oder so. Es gibt ja alle verschiedene Kunstrichtungen. Mhm. Und die sind dann auch teilweise mit ins Haus eingezogen zum Beispiel. Und ja, und so hat sich das weiterentwickelt. Das entwickelt sich halt immer noch weiter. Und deswegen 20 Jahre Schwarzenberg und jetzt, ja, soll es weiter, immer weiter sich neu entwickeln. Mhm. Es gibt eine ganz prominente Metallfigur, die im Innenhof steht, die fast auf jedem Flyer, jeder Broschüre, auf jedem Touri-Foto sowieso zu sehen ist. Das ist der Bloch. Wir haben auch ein Foto davon. Wir können uns mal kurz das Foto angucken. Genau, da sehen wir ihn. Ah, ja. Der Bloch. Da steht er noch. Denn jetzt ist Bloch weg. Wo ist er denn? Na, der ist verschwunden und wird, ich hoffe, bald wieder auftauchen. Er muss immer losfliegen. Okay, wo ist er denn hingeflogen? Hat er schon eine Postkarte geschickt? Man weiß es nicht, aber es wurde auch eine Kampagne für ihn gemacht, dass er wiederkommt. Ja. Und ich bin guter Dinge, dass er in den nächsten Monaten wieder auftaucht. Wie geht's Bloch denn im Moment? Hat er sich nochmal gemeldet? Ich weiß nichts Genaues. Ich habe gesehen, irgendwo liegt er im Keller. Oh. Und es wird an ihm gearbeitet. Ja. Ja, okay. Das heißt, er wird wiederkommen? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, das ist doch eine schöne Nachricht. Hat die Touristenströme nicht mehr überlebt und dann muss der auf die nächste Generation getrimmt, okay, werden. Ja, das ist dann die Schattenseite wahrscheinlich. Wir haben es gerade eben schon mal angesprochen, dieses Haus mit einer unglaublich bewegten Geschichte. Du hast es erwähnt, quasi zufällig, habe ich gelesen, habt ihr da entdeckt, dass in diesem Haus eine Werkstatt war, die blinde jüdische Menschen während des Zweiten Weltkriegs beschäftigt hat. Wir haben auch da ein Foto von der Belegschaft, das wir uns kurz angucken können. Genau, hier sehen wir sie. Das ist die Bürstenwerkstatt von Otto Weils. Otto Weit, Entschuldigung, ja, natürlich. Otto Weils war der andere Mensch. von Otto Weit. Genau, der hat während des Zweiten Weltkriegs dort jüdische Menschen quasi dann vor der Deportation bewahrt, indem er sie da in der Bürstenwerkstatt beschäftigt war. Und der Witz an der Sache ist, dass auch die Wehrmacht ihre Sachen quasi da in dieser Bürstenwerkstatt bestellt hat. Wie entdeckt man denn zufällig so einen historischen Ort? Das war so eine Studentengruppe. Ich habe vor zwei Tagen nochmal gefragt, um genau zu wissen, wie es war. Weil ich könnte mich so ein bisschen erinnern, wie die Geschichte lief. Also eine Frau, die da gearbeitet hat, die Frau Deutschkron, hat jahrelang darüber geredet und immer versucht, dass man da mindestens eine Tafel anbringt. Die DDR-Regierung war nie interessiert in sowas. Auch nach dem Mauerfall fand sie keinen Interessenten. Und dann haben eine Studentengruppe, die da eine Museumarbeit ausübten, die haben so eine Art Museumsakademie gab es da und die haben Kuratieren gelernt und Museumsarbeit gelernt. Und dann haben die gedacht, okay, die machen Arbeit über das Haus, über die Geschichte des Hauses. Und dann kam eine und hat gesagt, ich habe hier was gefunden, so eine tolle Geschichte. Und daran entstand so eine Ausstellung über das Haus, über die Geschichte des Hauses. Da können wir jetzt auch noch ein Foto angucken. Also wir sehen auch diesen Ausstellungsraum nochmal. Da genau, es ist einerseits recht minimalistisch gehalten. Es ist jetzt keine großen Installationen quasi wie in der Galerie gegenüber, sondern man sieht quasi die Geschichte dieses Hauses auch zum Anfassen. Welchen Stellenwert hat denn jetzt so ein Museum in so einem Areal oder so einem Projekt wie Haus Schwarzenberg? Also denkt man von der Immobilienseite, dann hast du keine Lust, sowas zu haben, weil es nervt. Weil es muss so bleiben, wie es ist. Es ist ein Museum. Und es ist ein Museum mit Geschichte über einen Zeitraum, an dem man nur mit Trauer denken kann. Und wir haben sozusagen Glück in diesem Unglück. Und deshalb ist diese Immobilie hat für Spekulanten nicht so viel Wert, aber für die Stadt sehr viel Wert. Und, das ist jetzt ein Pol in dieses mehrpoligen Haus. Mhm. Ich denke, dass für die Jugendlichen, die in den Hof kommen,
die sehen natürlich die Graffitis und die, die komische Kunstwerke als Erste und dann dürfen sie in die Klasse nach oben gehen und bekommen ein bisschen Geschichte zu hören. Ich denke, für sie ist dieses Gleichgewicht sehr hilfreich, um die Schwere des Geschichte zu vertragen. Hm. Habt ihr da Feedback? Wie kommt das an bei solchen jungen Menschen, die dann da quasi nochmal Geschichte im Vorbeigehen mitnehmen? Ja, es gibt ja viele Gruppen, die Klassengruppen, die müssen da hin und die können da draußen bei uns sozusagen ausatmen. Weil es ist schwer für sie, sowas durchzumachen, so einen Museumsbesuch. Es gibt welche, die nur fürs Museum kommen und dann das sehen, also ältere Gruppen. Oder es gibt Leute, die nur für den Hof kommen und dann plötzlich das entdecken. Und dann ist es natürlich, das ist das Berlin-Feeling. Also, oder wenn du in Rom bist. Also ich will in Berlin, du willst was Besonderes machen. Aber wenn du in Rom oder in Berlin bist, überall, wo du trittst, gibt es Geschichte. Und die Geschichte ist nicht immer schön. Und es floss überall Blut hier auf die Steine. Und das erlebt man beim, also nebenbei. Und das ist das Berlin-Besuch. Mhm. Das, es ist, also ich höre nur positive oder Wows die ganze Zeit. Okay. Kannst du dich ein kleines Stück weiter vorne setzen? Man hört dich so schlecht. Entschuldigung, das ist, weil ich halt so ein Heiser bin und weil mein Mikro habe. Ja, genau. Ja, schwere Kost, dieses jüdische Museum. Wir wollen das Ganze jetzt ein bisschen auflockern. Wir haben ein kleines Spiel noch für euch vorbereitet. Okay. Dazu haben wir unseren wunderschönen Bing-Buzzer. Ich mache mal ein bisschen Platz, nicht, dass ihr hier die Getränke haut. Ich habe Fragen vorbereitet zum Haus Schwarzenberg. Derjenige, der von euch als erstes die Antwort auf die Frage weiß, gibt einmal kurz das Signal und bekommt dann einen Punkt. Schauen wir mal, wer sich besser bei euch auskennt. Kai guckt schon ganz irritiert. So, das Café Cinema ist das älteste Café im Hackeschen Mark. Ja, erstmal das. Und es ist seit der Eröffnung fast unverändert im gleichen Zustand geblieben. Was war denn zu DDR-Zeiten in diesem Café untergebracht? Ich habe gerade vor ein paar Tagen noch gefragt, weil ich wollte wissen, was. Ich wusste es auch nicht. Irgendwie so eine Kantine von der DEFA oder so. Genau, oder so. Ja, goldrichtig. Und zwar, ja. DEFA, die Filmverleihfirma der DDR quasi. An den Wänden hängen übrigens immer noch diese alten, mittlerweile zwar vergilbten Filmplakate, aber der Spirit an sich ist immer noch der gleiche geblieben. Sehr gut, erster Punkt. Man lernt nicht. Zweite Frage. In den 20er Jahren war das Haus Sitz einer Wäschefabrik. Arbeiterinnen aus der Textilindustrie haben den Großteil der Mieterschaften dieser Zeit dargestellt. Ja, wie hieß denn diese Fabrik, diese Wäschefabrik, die da untergebracht war? Steht vorne am Haus, hab ich das vergessen. Aus wie Müller oder sowas. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, es steht auf dem Haus. Ich habe sogar geht mal in Gedanken dran vorbei an diesem Schild. Keine Ahnung. Menhard? Ah, es fängt mit M an, ja. Marjans, das war die Brüder Marjans, genau. Mhm. Ja, also die Firmeninschrift, habt ihr richtig gesagt, ist noch vorne da drauf. Ja, ist an dem Haus, aber man sieht es ja jeden Tag. Ja, das stimmt. Nimmt man es nicht mehr wahr. Wir probieren es mal mit der nächsten Frage. Gegenüber vom Haus Schwarzenberg steht ja, wie mittlerweile überall außenrum, ein Neubau. Das mittlerweile unter anderem ein Seniorenheim und ein Edeka drin. Und wir wollen wissen, was stand an dieser Stelle dort früher? Also vor der Wende oder vor dem Krieg? Zu der Zeit, als ihr das Haus da erworben habt. Was war da? Ja, so, ich weiß es. Ah, das ist schmerzhaft. Das ist eine schmerzhafte Frage. Gib mir alles. Sehr gut. Ah, nichts war da. Das war geil. Nicht. Das war unser Parkplatz. Richtig. Das war nicht, das war der Parkplatz. Sehr gut. Wir haben noch ein Bildchen vorbereitet. Jenes hier. Wenn ihr gut seid, kommt es euch bekannt vor? Ja, klar. Und zwar ist es im Hinterhof eures Hauses. Dort hat es ein Künstler hingesprüht. Wie hieß denn dieser Künstler? Weiß ich nicht, aber ich kenne seine Arbeiten. Ja, immerhin, ja.
Jetzt werden seine Arbeiten auch weltweit bekannt, weil es ist ein Trailer von einer Serie, die weltweit ausgestrahlt wird, hat sein Bild in sein Bild drin. Ach, eine ja. Sekunde bei dieser Trailer macht diese Künstler aus. Ach ja, es ist Otto Schade, dieser Mensch. Okay. Aber dass er jetzt weltweit berühmt wird, das weiß er selber noch nicht, glaube ich. Ah ja, gut, das kann sein. Genau, also Graffiti ist quasi so euer Ding quasi, was auch diesen ganzen Flair irgendwie ausmacht. Jetzt habt ihr dieses Jahr ja quasi euren Nutzungsvertrag erstmal gekündigt bekommen. Mittlerweile ist ja raus. Es sieht ganz gut aus, dass es weitergeht für das Projekt Schwarzenberg. Wir können, ja, gut informiert, ne? Ja, das ist auch sehr interessant. Aber. Ja, genau. Um noch mal ein bisschen Werbung zu machen. Also welchen Stellenwert hat denn, ihr habt es zwar jetzt schon mal ein bisschen angerissen, aber welchen Stellenwert hatten Projekte für Kunst und Kultur in Berlin wie das Projekt Haus Schwarzenberg? Kai. Wie bitte nochmal? Welchen Stellenwert hat das Projekt Haus Schwarzenberg für Berlin insgesamt? Naja, am Hackischen Markt, da gibt es also viel nicht mehr, wie gesagt. Also es gibt halt, ja, keine Ahnung. Also die ganze Kunst, die damals da war, die das Ganze zum Leben erweckt hat, die ganze Gegend, ja, wo war ja nichts, verschwindet, weil da keiner mehr wohnen kann. Sie werden halt rausgedrängt an die Randbezirke, weil man sich da vielleicht noch die Mieten leisten kann. Und wir können da noch einfach Kulturarbeit leisten und sind nicht gefördert oder so. Was sich aber ändern muss, also wir brauchen Unterstützung nach 20 Jahren wirklich. Also wir brauchen viel Unterstützung, weil ja, es tja, muss neue das ging Kraft. An euch, lieber Senat, falls ihr das gerade gesehen habt. Also brauchen wir auf jeden Fall. Aber wir arbeiten halt weiter in jeder verschiedenen Richtung, also auch in jedwedigen Medien und halt Street Art ist bei jetzt ganz viel und so. Es geht weiter damit und ja, es geht nach vorne. Also. Sehr schön. Was wäre denn, eine abschließende letzte Frage, was wäre für die nächsten 20 Jahre, wenn ihr jetzt mal so in 20 Jahren zurückschauen würdet, was würdet ihr euch wünschen, was das Projekt Haus Schwarzenberg angeht? Wir übernehmen das Haus gegenüber, wo das Seniorenheim ist, und da ziehen wir hin. Sehr gut, Herr Wohl. Um selbst einzuziehen oder um da weitere Projekte zu machen? Wir machen so Seniorenkunst. Ja, Street Art für Senioren. Na, warum nicht? Sehr es cool. Ist so, diese Mischung, die da, das da ist, also dass man ein Kino hat und ein Open-Air-Kino und ein Hof, der sehr beliebt ist, wo man einfach so verweilen kann. Eine Galerie, die ihre Räume anbietet, einen Buchladen mit Kunstverkauf, Kunsthandwerkverkauf. Es gibt viel Zusammenarbeit zwischen Künstlern im Haus. Es gibt Illustratoren, es gibt Nähwerkstatt, das ist das falsche Wort. Designer. Designerwerkstatt, ja. Die. Und die arbeiten alle zusammen. Also jede von uns hat irgendwann mal ein Projekt mit jemand anderem gemacht. Und auch weltweit mit anderen Künstlern das zusammenzuarbeiten, dass man die einlädt, denen Platz geben kann, wo sie Ausstellungen machen und so. Und das soll die nächsten 20 Jahre so weitergehen und soll sich erweitern, ja, dass wir dann vielleicht dann einfach die Gebäude nebenan kaufen und dann sehr schön. Weitermachen. Wir drücken euch alle Daumen und sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. In 20 Jahren sehen wir uns wieder an dieser Stelle. Ja, wir sehen uns schon früher wieder als in 20 Jahren, hoffe ich doch, wenn ihr uns auch die nächsten Sendungen treu bleibt. Dann wieder an dieser Stelle auf YouTube oder im Fernsehen bei Alex Berlin. Wir danken fürs Zuschauen. Besucht das Haus Schwarzenberg, falls ihr noch nicht da wart. Ja? Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. So.